Oh, hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Survive Fallout 4. Jetzt habe ich erst gemerkt, dass mein Aufnahmeprogramm nicht am Laufen war. Ihr habt nichts verpasst, außer wir wollten eigentlich zum Ende nochmal laufen, Autobahn. Dann haben die uns aber von dort oben aus angegriffen. Wir haben geschossen. Der Aggressotron ist sogar runtergefallen, also von alleine. Mist, und ihr habt es nicht gesehen. Aber ich könnte ja nochmal neu laden, aber das Glück wird uns nicht nochmal so hold sein. Auf jeden Fall, ja, die sind alle hier runtergefallen, gesprungen zum Teil und halt dadurch, dass wir sie getroffen haben. Ja. Mist. Und mein Aufnahmeprogramm war nicht am Laufen. Und hier liegt der Barnes. Ja. Aber trotzdem müssen wir noch hoch. Okay, jetzt kommen wir hoch. Es war wirklich ein Glück, dass die haben... Der Aggressotron hat uns bemerkt. Und auf einmal kamen alle zu der Stelle hin. Waren uns am Beschießen. Ich habe auch geschossen. Und irgendwie der Aggressotron hat dann vielleicht das Gleichgewicht verloren. Oder wollte runterspringen. Lager hier. Ja, tut mir leid. Aber bitte verlangt nicht, dass ich das nochmal neu lade. Vergesst es. Gut. Also es war wirklich jetzt Glück. Wirklich Glück, Glück, Glück. Wo ist das Ding zum Hochfahren? Ich bin noch ganz aus dem Häuschen. Aber das ärgert mich, dass dieses blöde Aufnahmeprogramm, also Fraps, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, es wäre am Laufen. Naja. Wie gesagt, jetzt nur noch ein oder zwei da oben. Und kein Aggressotron. Ja. Wir trinken mal eine Gemüsesuppe. Und eine Cacheri. Kommt ihr? Hey. Ja, was gibt's? Hier drüben. Ja, alles klar. Hey. Was willst du? Nein. Komm her. In Ordnung. MacReady. Hey. Ja, kein Thema. Hier. Das ist ja einfach. Es ist so ein Krampf. Was doch mit jetzt? Psst. Hier. Da drüben. Wenn ich jetzt sterbe, habt ihr natürlich Glück. Da muss ich noch mal von vorne. Ah, ich brauche meinen. MacReady ist abgestürzt. War ja klar. Es war sowas von klar. Auf ihn.
Fall um! Ich muss mit dem reden, oder was? Warte, Doc Meat. Entschuldigung? Geh mir aus den Augen. Ja. Geh mir aus den Augen. Ja, ja. Und MacReady hängt natürlich da unten fest. Typisch, keine große Hilfe. Komm, Doc, mit. Wir holen MacReady den Vollpfosten. Dann gehen wir plündern. Okay. Wo ist MacReady jetzt? Oh, mein Knie. Schon besser. Aufgepasst. Und? Geh dorthin. Ich kümmere mich darum. Guck dir das an. Jo, alles klar. Aufgepasst. Damit sollten die Gunner jetzt wissen, dass sie... Was? Nochmal, MacReady. Aufgepasst. In Ordnung. Dorthin. Das ist ja einfach. Aufgepasst. Oh je. Was geht? Damit sollten die Gunner jetzt wissen, dass sie mir vom Leib bleiben sollen. Ja, das sollte deutlich genug sein. Sehr gut. Für die Gunner geht es immer ums Geschäft. Sie haben gerade die ganze Gegend hier verloren. Und das hat sie eine Menge gekostet. Außerdem können sie gar nicht wissen, dass ich etwas damit zu tun hatte. Auf jeden Fall schulde ich dir jetzt einen Gefallen. Schließlich hast du mich angeheuert, aber ich habe dich hier rausgezerrt. Du schuldest mir gar nichts. Du hattest eindeutig Hilfe nötig. Klar, aber mir ist es immer lieber, dass alles ausgeglichen ist. Und im Moment hast du was gut. Weißt du was? Ich gebe dir die Kronkorken zurück, die du mir in Good Neighbor gezahlt hast. Ich bleib trotzdem weiter bei dir, da das unsere ursprüngliche Abmachung war. Aber jetzt sind wir quitt. Hier, bitte. Hier sind wir wohl fertig. Geh vor, Boss. Okay. Hey! Was willst du? Komm mit. Guck nach, ob der was Interessantes hatte. Oh, Kronkorken 45er, kalibriert mächtig, bleib verkleidet. Und Grocknackter Barbar. Sehr schön. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Ja, schade, dass ihr das nicht mitbekommen habt, den Anfang. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber wir haben es hinter uns. Gott sei Dank. Wir werden jetzt so ein bisschen hier... Die verdammten Gunner haben hier alles abgesperrt. Ohne abzustürzen. Ich guck nur mal, ob es hier hinten noch was gibt. In dem Bus. Ansonsten vorne natürlich gibt es noch reichlich.
Ermüdung. Ja, da ist ein Bett, da kommen wir nachher. Ne, hier ist nichts. Dann los. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich stürze ab. Ja, wir looten ein bisschen noch. Wie zum Beispiel Kronkorken. 308er, 556er. Dann haben wir hier Radix, Schreibmaschine, Maulwurfsrattenzähne. Ich weiß nicht, wofür die gut sein sollen. Jet Radix, Zahnbürste. Eigentlich hier eine Wackelpuppe. Also ich habe jetzt Comic gefunden, aber Wackelpuppe habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Gwyneth Stout und hallo? Die Flasche ist nicht zu nehmen. Gut, haben wir hier etwas drin? Nein. Es wird ganz schön dunkel. Dann Erkennungsmarke, Superkleber, Silbertafellöffel, Schraubenschlüssel lassen wir da. Ja, hier liegen halt noch welche. Kronkorken, Fusionszellen, Molotov, Stimpack. Lederrüstung, schmutzige Armee. Fusionszellen ziehen, Kampfrüstung. Gittiert, verbessert. Ich mag die Laserdinger nicht. Fusionszellen, Stimpack. Klebeband. Ja, hier liegen halt noch ein paar Waffen rum. Aber es war wirklich Glück, dass der Aggressor-Tron, ich weiß nicht, ob MacReady ihn getroffen hat oder so, dass er einfach runtergefallen ist. Oh, hallo. Das war wirklich Glück. So. Terminalgrafikkarte. Ich glaube, von da hinten wären wir auch gar nicht hier hochgekommen, oder? Also ich denke nicht. Hier ist noch ein Terminal. Ach, Sturmsteuerung. Die ist schon aus. Jetzt ist Doc mit auch noch runtergefallen. Nee. Hier unten. Ja, ich muss mal eben speichern. Doc, mir tut mir leid, aber wir müssen speichern. Sind wir wenigstens ausgeschlafen. Ich habe auch nichts zu trinken. Ah, hier. Na. Hallo. Darf ich? Meine ich das nur oder ist das Buggy? Ich kann ihn nicht nehmen. Okay. Genauso wie die Flasche kann ich auch nicht nehmen. Ja. Dann nehmen wir noch provisorisch. Du nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Huch, warum? Wo bist du eigentlich?
MacReady. Okay, wir müssen. Ich nehme ein. Habe ich einen gegrillten Hirsch? Ja. Gut. Was? Oh. Okay. Wir müssen runter. Wir retten. Das sind Puppen, ne? Ja. Dogmeat, ich komme. Wer ist das? Ach, das war Barnes. Kommt MacReady jetzt runter oder muss ich auch wieder hin und her mit ihm? Ah. Also MacReady, bequemst du dich? Denn wir haben noch was vor. Keine Ahnung, wo er ist. Ist er abgestürzt? Ich weiß wirklich nicht, wo der ist. Oh, Dogmeat ist da. Wie bist du denn jetzt so schnell hier hochgekommen? Ach, ist MacReady vielleicht auch abgestürzt irgendwo? Ach komm. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal ein Break. Das ist ein kurzer Part, tut mir leid. Ich habe ja nicht gedacht, dass das so Fusionshelm, warum nehme ich die mit? Ja, ich schlafe. Vielleicht kommt der ja vorbei. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ein Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks. Wie immer würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, adios.